Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops 6. Und sorry nochmal, dass gestern keine Videos kamen. Das lag halt einfach daran, dass ich mich erholen musste wegen der letzten Mission. Nein, Spaß, ich habe ein bisschen den Multiplayer reingegrindet. Gut, wir machen weiter. Und wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Hier, Casino. High Roller. Felix hat sich das Video angesehen und herausgehört, dass das Pantheon ein Casino in Avalon erwähnt. Ich glaube, es ist an der Zeit, meine Pokerfähigkeiten aufzufrischen. Natürlich. Oh, was bekommen wir jetzt? Belohnung? Oh, den Marshall Skin. Ist nicht schlecht. Wie sich herausstellt, bezieht sich B24 auf ein Schließfach im Archiv vom Casino Lutazzi. Was die Überweisung betrifft, die erwähnt wird, ich nehme an, dass Pantheon ihre Forschung mit gewaschenem Geld vom Casino finanziert. Was auch immer im Schließfach ist, ich wette, es führt uns direkt zu Gusev. Das ist die Hoffnung. Wir sprengen also ihren Tresor, aber wir haben es nicht auf Geld abgesehen. Nur im Inneren des Tresors kann ich die Sicherheit des Archivs überbrücken. Und während sich die Lutazis mit unserem Einbruch befassen, dräng Case ins Archiv ein und such das Schließfach. In die Nähe dieses Raums zu kommen, wird hart. Nicht, wenn der Sicherheitsdienst des Casinos Case direkt in den Flügel mit dem Archiv führt. Wo sie gewöhnlich Personen von Interesse verhören. Case lässt sich absichtlich gefangen nehmen? Ganz genau. Es ist gefährlich. Und wir können das nur zusammen durchziehen. Angefangen mit mir am Highroller-Tisch. Dazu gewinnen setzt unseren Plan in Bewegung. Wir werden bereit sein. Das weiß ich. Finden wir heraus, was das Pantheon im Casino versteckt. Woods, bist du bereit? Bei mir ist alles klar. Warte nur auf Case. Und du? Bereit. Ciao, willkommen im Casino Lutazzi. Chips bitte. Ich habe heute ein echt gutes Gefühl. Sehr gut, Signore. Tragen Sie vielleicht Waffen, die Sie abgeben sollten? Richtig. Keine gute Idee, schlechte Verlierer bewaffnet zu haben. Grazie, viel Spaß. Ah, wie ehrenhaft. Marsha, geh zum Schild vor dem ausgestellten Auto. Gleich rechts von der Bar. Unterwegs. Gut, endlich sind Dieser wir mal... Ort weckt schlechte Erinnerungen. Das Haus gewinnt immer, Seth. Ich war nicht zum Spielen hier. Gildegeschäfte war nicht angenehm. Heute ist das Casino Lutazzi neutraler Boden. Die anderen Avalon-Fraktionen respektieren das. Endlich spielen wir mal jemand anderes als Case. Okay, geiles Casino, bestimmt unterteuer, aber dafür kriegt man auch... geile Gewinne bestimmt raus. Nein, das ist alles Glücksspiel. Kann ich hier irgendwie spielen? Monte wäre jetzt echt froh, hier drin zu sein. Ach komm, ich muss heute irgendwo drehen können. Oh, er dreht gerade. Und? Das war eine ha, verkackt. Haha. Kommst du, Marsha? Dreht er nochmal? Natürlich. Oh, er dreht nochmal. Was bringt das? Es mindert den sauren ja, Geschmack ein wenig. Du bist halt einfach schlecht. Scusi, nur mit High-Roller-Chips, Signore. Sie müssen ihn an einem der Tische gewinnen. Ich muss ihn gewinnen? Nee, ich muss dahinter. Ah. Okay. Ah, das geht. Nehme ich einfach mit. Es liegt einfach rum. Ich denke, ich mach Schluss für heute. Was? Oh, geiler Wagen. Ciao, Signore. Sie sehen aus wie jemand, der Luxus und Finesse schätzt. Und einen Vorteil. Ich habe halt gerade einen Lauf. In Bocca al Lupo. Zeit für ein bisschen Poker, Marshall. Du musst diesen High-Roller-Chip gewinnen. Nur so kommen wir in die Lounge. Und in der High-Roller-Lounge ist, was wir als nächstes brauchen. Okay, gewinnen kann ich ja, oder? Mal gucken, ob ich es schaffe. Das sieht echt geil aus. Gut, dürfte ich mitspielen? Setzen Sie sich. Oh, das ist schon nett. Wenn es nichts ausmacht. Es ist keine Schande zu verlieren, Mr. Marshall. Mr. Marshall,
Willkommen, Signore. Das Spiel heißt Texas Hold'em. Der Gewinner erhält den High Roller Chip. Kann's kaum erwarten. Alles klar, Case? Du weißt, worum es geht. Du musst alle drei Verteilerkästen anzapfen, damit ich alles sehe. Verstanden. Gut, wir wechseln die Rollen. Was war das denn jetzt? Ach, Sachen im Wasser ist blöd. Als ob er direkt schießt. Was ist denn mit denen los? Pass auf, da ruft jemand Verstärkung. Sollen sie ruhig. Der Vorteil ist jetzt bei mir, ich habe das Wasser. Wo jetzt bitte keine Granaten reingeworfen werden. Ja gut, ich sollte wieder auf Land gehen. Oh, hier ist eine Schrotflinte. Die nehmen wir doch mit. Der redet Deutsch. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Mexikanisch? Nee, warte, das ist in Texas. Oder? Sind wir in Texas? Nee, dann ist doch eher mexikanisch. Wenn es hier in Amerika ist. Ich habe nur gerade Texas gedacht, weil er Texas Hold'em gesagt hat. Weil ich glaube, das ist ein Spiel. So, haben wir alle? Nee, hier schießen noch welche. Kommt der Funk ist ruhig, du bist sicher. Zurück zu den Verteilerkästen. Verstanden. Hier ist der erste. Achso, ich dachte, das knipst mir ab, aber wir machen so ein Peilsender. Ich sehe den Hauptbereich. Totschick. Noch zwei. Yep. Bin auf dem Weg. So, Hutz. Hier ist auch noch einer. Kurz Peilsender ran. Habe Bild von der Security. Diese Typen machen keine halben Sachen. Noch einer. Ich sollte Schallgedämpferte Waffen benutzen. Dann bleibe ich bei meiner Schrotflinte lieber. Falls mal wieder abgeht, können wir ja mit der lauten Waffe abgehen. Und der letzte Peilsender. Und da haben wir Tresor und Waffenkammer. Jede Menge Feuerkraft an den Wänden. Die Kameras wären damit erledigt. Zeit da reinzugehen und dich zu stellen, Case. Sie werden dich hinten ins Casino bringen. Ganz in die Nähe des Archivs. Ach, warum also, muss ich mich immer stellen? Die Security macht dich bereit. Gut. Na, was haben wir denn hier? Oha, warum denn immer so aggressiv? Sieht wie eine Kanalratte aus. Reden wir. Privat. Yeah. Das wär's. Case ist drin. Marshall, Zeit für deinen Auftritt. Gewinn die Partie und du kriegst Zugang zur High Roller Lounge. Mein neuer Freund Ihre ist so großzügig. Er gibt mir all seine Chips. Wo ich herkomme, lehren wir unsere Kinder mit Anstand zu gewinnen. Ich fürchte, du bist nicht mehr in Kansas, Dorothy. Hier spielen die Erwachsenen, nicht die Kinder. Ja, was für ein Chip gehört mir. Ich habe die Kameraübertragung hinter diesem Schmuck. Zeit, das Blatt zu wenden. Wollen wir reden oder Karten spielen? Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das spielt. Cool. Unser furchtloser Amerikaner weiß nicht, wann Schluss sein sollte, Ich hoffe, ich muss jetzt Ahnung haben. Bitte nein, ich kann das nicht. Ich sehe seine Karten nicht. Sorg mal für etwas Unruhe. Okay. Mr. Marshall hat vielleicht Anstand gelernt, aber nicht Arithmetik. Er hat eine Kreuz 9 und 10. Er hat nichts. Herr Höhe. Okay. Ja, ich kann ja sowieso nichts machen. Solch Zuversicht. Cool. Soll ich milde sein, Moscherie, ha? Er blufft. Er hat immer noch einen Scheiß. Signore Badu checkt. Erhöhen. Signore Marshall, sitz. Du hast den Schweinepriester.
Call. Und nun die letzte Karte. Seine einzige Chance ist... Gottverdammt, der Glückspilz hat einen Strike. All in. Seth, mach dein Ding. Marshall, was auch immer du im Ärmel hast, hol es raus. Ihr Drink, Signore. Sie müssen bestimmt... Ja, fieste Böse! Es tut mir leid, Sir. Lassen Sie mich helfen. Alter, ich hab keine Ahnung. Was tun Sie denn? Böse Karte? Sie machen es nur schlimmer. Lassen Sie mich, ja? Oh, Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Brauchen Sie eine Minute? Nein, nein. Nur gehen Sie weg. Hm? Machen Sie weiter. Olli. Was ist gut? Gentlemen, Ihre Karten bitte. Ein Straight, 7 bis Bube. Signor Bardo gewinnt. Wie erwartet. Ja, verloren. Ja, moin. Was soll ich denn nehmen, Digga? Ich hab keine Ahnung von Poker. Es tut mir leid, Sir. Lassen Sie mich helfen. Full House? Was tun Sie denn? Schluss. Sie machen es nur schlimmer. Lassen Sie mich, ja? Oh, Mann. Brauchen Sie eine Minute? Nein, nein. Nur gehen Sie weg. Hm? Machen Sie weiter. All in. Gentlemen. Ihre Karten, bitte. Full House. Was? 7 in Jawohl. Okay, Signore Full House Marshall gewinnt. Easy. Ich hab zwar keine Ahnung gehabt, aber egal. Ist das möglich? Gutes Spiel. Ich find's aber schade. Ich find's schade, dass es keine zweite Option gab. Hat eine Schlüsselkarte an seinem Arsch baumeln. Das hat noch gefehlt. So, die Wenn ich hätten... drin bin und für Ablenkung sorge, nehme ich die Karte und gebe sie Felix. Felix, bist du in Position? Natürlich. Die hätten es auch so machen können, dass, wenn man verliert, das Pokerspiel, dass man vielleicht irgendwie infiltrieren muss oder so. Aber, naja, egal. Jetzt ist es halt so. Jetzt kommen wir auch diesmal rein. Das ist doch super. Wo war denn das nochmal? Da. Hallo, Monsieur. Dürfte ich jetzt rein? Scusi, Signore. Sie brauchen... Ein davon? Glückwunsch. Kommen Sie rein. Ja, ich bin einfach gut. Marsch, geh nach rechts. Du kannst den Störer an den Spielautomaten direkt bei der Doppeltür anbringen. Gut. Sieht Felix, bestimmt keine. Du bist gleich dran. Und an. Oh, sie hey, drehen. Was ist passiert? Halt, nein. Oh, Geld. Verlassen Geld. Sie den Bereich. Sie können diese nicht einfach behalten. Das Geld. Signora, stopp. Signora, bitte. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ja, nimm alles. Bitte, die Maschine ist defekt. Sie können nichts... Ja, schön wegrennen. Endlich. Hat lang genug gedauert. Hm. Was ist denn das Problem? Ernsthaft jetzt? Ah, ja. Das ist deine Chance. Schnapp dir den Schlüssel. Wie ich schon sagte, das Problem sind nicht die Maschinen. Es braucht einen Server-Reset. Dann tu es. Hammond, diese Lady braucht einen Eimer für ihre Gewinne. Signore, tut mir Oder leid, aber ein Sie... ein paar dieser Leinsäcke mit den dicken Dollarzeichen drauf. Verstehen Sie, es gab ein technisches Problem, wir arbeiten... Geh nach hinten und setz die Spielautomaten zurück, Felix. Warum tue ich mir das hier eigentlich noch an? Auf dem Weg zum Serverraum. Nach dem Neustart der Maschinen kommt die nächste Phase. Ich hab nichts getan. Doch gesagt, du sollst hier nie wieder auftauchen. Ach Gott. Die Mexikaner mal wieder. Hey, warum dauert das so lange? Diese Maschinen müssen wieder laufen. Ja, ich mach doch schon. Du musst den Server zurücksetzen, Felix. Alles wieder gut. Grazie. Jetzt die Schlüsselkarte neu programmieren. Dann haben wir Zugriff auf Waffenkammer und Aufzug. Oh, nicht wieder der Scheiß. Okay, warte. 5, 8, 9, 3. Ach, das sind nur 3 Zahlen. 5 ist richtig. 9, 8. Jawohl. Oh, die Musik, die ist ganz schön viel Security. Bleib in den toten Winkeln. Bitte, hier drüben kommen rein. Ich wette, derselbe Code funktioniert hier auch. Okay, dann 5, 9, 8. Richtig. Der benötigte Computer ist in diesem Raum. Damit kann ich die Karte neu programmieren. Gut. Gebe der Schlüsselkarte Zugriff auf Waffenkammer und Fahrstuhl.
Och nein, Digga, das dauert viel zu lange. Okay, 8. K. 6 ist O. 9 ist P. Kopie. Area in sicurezza. Vieni fuori. Sentito un rumore. Fuck, fuck, ich muss kurz raus. Scopri che sta succedendo. Ich muss den ausschalten, sonst kann ich nicht machen. Piss dich, ey. Na bitte, muss ja arbeiten. Ich wusste, du kannst es noch. Bitte. So, hat's gespeichert, oder? Ich weiß nicht. Ja, doch, hat's gespeichert. Nee, hat's nicht. Okay, Situazione? Non lo vedo. Oder doch nicht. Nee, Quatsch, es ist wieder ein anderes Wort. Karte. Ja! Oh! Oh Gott, so jetzt. Ich glaube, man musste die halt wirklich fertig machen. Bring die Karte zu Seth. Wir sind dem Raubüberfall einen Schritt näher. So. Sobald die Ablenkung begonnen hat, ist Case am Zug. Hallo Jungs, ich habe nichts gemacht. Bin zurück im Casino. Ein Drink wäre jetzt vermutlich keine schlechte Idee. Eine sehr gute sogar. Dann geh direkt zur Bar. Einen Schnaps bitte. Auf Eis. Kommt sofort, Signore. Mein Freund ist so eine Art Hier, bitte sehr. Kunstsammler. Zum Wohl. Danke schön. Kunst sammelt er denn? Bei dir denn drei? Was er in die Finger bekommt. Picasso, Rembrandt, Monet. Karte in der Hand. Ich gehe runter. Schwimmen. Er ist ein Hey, hier. Es hat nichts ich mach grad Pause. Er will als nächstes in Rom einen Van Gogh. Mit der Karte hast du Zugang zur Hochsicherheitsetage unter uns. Und niemand außer dem inneren Notazikreis darf da rein. Okay, dann geht's jetzt weiter mit der Infiltration. Komm schon, lass mich mal rein hier. Seht rein. Seth, geh zum Fahrstuhl im Untergeschoss und schick ihn für Felix und mich rauf. Bin dran. Area in sicurezza. Diese Musik. So geil. Darf ich in ihn rein? Okay, er schießt direkt. Muss uns halt durchprügeln. Ich hau euch alle weg. Frauenpower. Die Frauenpower. Jawohl. Noch einer. Ich bin voll stark. Ich sag ja, alles Frauenpower. So. Oh. Jetzt sliden und dich auf die Fresse hauen. Easy. Gut, ich kann weiter. Für euch, Jungs. Ich geh zur Waffenkammer. Sobald du geparkt hast, wird es Zeit für den Safe. Wir treffen uns dort. In der Waffenkammer. Nette Sammlung. Schnapp dir alles, was geht. Kann ich es aufmachen? Alle? Zack! Nee, kann ich nicht. Hä? Ach, hier von oben. Okay, was haben wir denn hier? AK-47. Eine Schrotflinte. Sollen wir die dicken Geschütze raus? So wir holen die dicken. Ich. Wir holen die dicken Geschütze raus. Ja, dann würde ich doch sagen. Das ist eine AK-47. Fühlt sich gut an. So, ich würde die hier. Pack die Waffen ein. Okay, dann rein damit. Oder ich hab's doch beladen. Soll ich noch was beladen? Einfach. Leicht. Ah, ich soll jetzt 6 davon beladen. Dann hier gut noch die für ganzen... den Nahkampf. Noch eine. Und die noch. Alles so. Gepackt. Geh jetzt. Verstanden. Wir sehen uns gleich. Kein Problem. Ich schaff hier nur den Dreck weg. Was denn? Hey, Schmalfuß! Wir haben hier unten ein Problem. Das weiß ich.
Verdammt, Felix. Lassen wir Case nicht warten. Ja, hol ich mich mal wieder raus. Seth, C4. Okay, Zeit für den Heist. Wir machen jetzt wirklich GTA Online Heist. Habt ihr's? Ach, ich muss hier was machen. Sevati, wir brauchen C4. Ja, ich bin doch schon da. Showtime. Alles dran. Los geht's. Zünde. Denk dran, wir haben nicht lange, bevor die Sicherheitskräfte eintreffen. Das werden wir schon schaffen, kein Problem. Zeit für das große Finale. Chef? Oh. So, ich dachte, es explodiert gleich. Oh. Ach so. Ja, stimmt, es explodiert gleich. Am besten direkt so nah dran stehen. Lassen wir Case nicht warten. Ey. Seth, C4. Ach ja, Jungs. Ich bin schon blöd. Mann. So, wieder ran hier. Showtime. Warum mache ich immer alles falsch? Felix, jetzt mach. Zünde! Denk dran, wir haben nicht lange, bevor die Sicherheitskräfte eintreffen. Zeit für das große Finale. Chef? Jetzt aber, warte. Viel besser. Okay, können wir jetzt rein? Geklappt. Problemlos! Jawollo! Nice. Oh. Mann! Könntest du die Konsole finden? Okay, ja, ich mach das schon. Ich wollte nur das Geld. Dafür bin ich hier. Verbindlichsten Dank! Wir kriegen gleich Gesellschaft. Oh, hierher, okay. Schnapp deine Waffe, Seth! Okay. Ah, hier sind meine Waffen, die ich vorhin ausgewählt habe. Wo ist das Maschinengewehr? Ich hätte doch mal ein Maschinengewehr ausgewählt. Auf die Minute! Mist halt sie nicht. Auf! Ich hab zweimal dieselbe Waffe. Ziel gesichtet! Rechte Seite von den Treppen auf sie! Die sind doch kein Problem. Guck die doch an. Die besiegen wir mit links. Michele, ora. Vorsicht, Splittergranate! Rechts, vom Aufzug. Wie sieht's aus, Felix? Ist eine komplizierte Prozedur. Und der Ball hat mich hier die ganze Zeit an. Jetzt werde ich auch noch gesmoked. Links von uns! Ja, ich seh's. Felix, Update! Ich brauche mehr Zeit. Komm schon, Mann. Felix. Oh. Wieso sind Felix immer so anstrengend? Seth, hierher. Halten wir die Arschgeigen beschäftigt. Roll ein Geschenk rüber. Hoffentlich bist du bei der Case. Zurück! Nichts, was? Nun, du hast unsere Zeit lang genug verschwendet. Francesco, beenden wir das und nach unten mit ihm. Schon wieder. Hilf den anderen oben. Ich regle das hier selbst. Weißt du irgendwas darüber? Und ich dachte, wir lassen dich glimpflich davonkommen. Ich werde so auf die Fresse gehauen. So, aber oh nein, das ist für mich kein der Problem. Kanal ist zu gut für dich. Das wird jetzt sehr ungemütlich für dich.
Ihr Kartellbosse seid doch alle gleich. Papier. Rache ist ein Miststück. Schnapp dir ein paar Werkzeuge und begib dich zum Archiv. Oh, hier auch die Waffen bereit. Na, dann was los geht's. Da beim Tresor? Felix, auf damit, jetzt! Das Sicherheitssystem im Archiv ist aus. Mein Mann. Perfekt. Immer Pantheon versteckt, Case. Es ist in Fach B24. Warte, ich muss noch weiter. Knacken. Bis ganz nach hinten. Case ist dran. Hab's. Ich hab die Akte. Sieht wie eine Art Dossier aus. Pack's ein. Case, Lutazzi sind unterwegs zu dir. Sind sie immer noch festgenagelt? Bin unterwegs. Bist du draußen, Case? Kommen in deine Richtung. Hey Jungs. Schön, dass ihr auch mal Hallo sagt. Los! In den Kanälen liegt ein Boot für uns bereit. Gute Arbeit, Case. Du hast echt was für uns eingesteckt. Ja, ich wurde die ganze Zeit gehauen. Jede Menge Feindpräsenz im Hauptbereich. Da rennen auch noch Zivilisten rum. Passt auf, wohin ihr schießt. Wir sind doch sowieso die Bösen. Ja, super. Feind gesichtet. Hinter der Lounge. Nemico in movimento. Ich sehe wieder gar nichts. Ja, Leute, weiter vor. Hinter den Spielautomaten. Boah, da wollen wieder welche spielen. Heute nicht. Weiter vorwärts. Hey, Pantheon ist da. Ein paar der Elite-Typen. Scheiße, was für welche? Ein Arschloch mit Schild. Was? Dann nochmal. Müssen die uns auch noch besuchen? Abstand halten, Leute. Versucht, Pantheon zu flankieren. Warte, ich brauch kurz eine Platte. Ja, ich brauche eine Semtex oder so ein Scheiß. Oh, hier, oder Disruptor. Disruptor ist gut. Was haben wir, das Elite-Truppe aus den Avengers-Filmen? Ich brauche nochmal so einen Disruptor. Hier. Ich wollte. Wow, was ist das denn für ein geiler Stim? Oh, Märsche. Komm noch etwas näher! Was? Verdammt! Kein Schaden! Hier! Ja, so nehme ich! Das Schild einfach auf ihn drauf geschmissen. So Jungs, schneller. Genau so, Case. Auf geht's. Jetzt lauf. Wir sind fast bei den Kanälen. Nicht stehen bleiben. Geh durch. Oh, ich glaube, die nochmal Leute kommen mit Schilde. Los, los, los. Wieder diese das Fallen. Boot liegt vor uns! Letztes Stück! Mehr Pantheon! Jefford! Feind sitzt! Bewegung! Achtet auf Fallen! Wurde noch nicht von der Falle getroffen. Also passt ihr mal auf. Da ist das Boot! Wir schaffen das! Wallace! Feuer eröffnen! Hallo Jungs, ich brauche mal Deckung. Lade nach. Ich benutze wieder so einen Adrenalin-Stin. Ey, die sind ja voll geil. Slow Motion. Lauf sie an. Mach es los, Case. Ich mache die fertig, warte. Kurz nachladen und jetzt.
Ist er tot? Jawohl. Wolf, auf dem Weg raus. Wir sehen uns beim Van. Gute Arbeit, Leute. Finden wir heraus, was in diesem Dossier steht. Das werden wir. Wir haben alles aus dem Schließfach aus dem Casino-Archiv untersucht. Seth und Felix hatten recht. Die Lutatis haben Geld von Pantheon durch das Casino verschoben. Inklusive ordentlicher Provision. Wir haben den benötigten Durchbruch. Überweisungen an ein Labor im südlichen Irak. Empfänger Matrey Gusev. Wir informieren Adler, damit er sich vor Ort umsehen kann. Die Zeit drängt. Aber wenn wir es schaffen, Pantheons Experten für Biowaffen zu erwischen, können wir vielleicht alles auffliegen lassen. Ich sag nur, hör zu, wir sind in D.C., nicht in scheiß Alaska, ja? Mm. Leise, leise. Was soll's zum Wohl? Case, Felix. Mach dir. Wir kommen drauf zurück. Es ist der Adler. Sag nochmal. Marshall, er ist weg. Was meinst du? Das Labor ist leer und Gusev ist weg. Also sind wir am Arsch. Noch nicht. Ein Wissenschaftler mit einem Kanister der Wiege war noch da. Wie der, den wir aus dem Palast mitgenommen haben. Und? Wir hatten eine stimulierende Konversation. Wie stimulierend? Ein Komplott. Pantheons Aktivitäten sollen auf Saddam Hussein zeigen. Gusev ist gerade auf dem Weg zum Kuwait-Flughafen. Also, der Flughafen liegt im Kriegsgebiet. Schaffen wir es noch, ihn rechtzeitig zu erreichen? Ich habe einen Kontakt bei CENTCOM. Vielleicht kann er uns helfen. Vielleicht? Nun, wenn wir direkt aufbrechen, können wir es bis zum Morgen schaffen. Los. Case, bereit machen. Wir können unterwegs ein Auge zumachen. Gut, aber das war alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Du.